Und über das derzeitige Marktgeschehen spreche ich jetzt mit Peter Koch. Er ist Geschäftsführer der Kochbank und damit schönen guten Morgen nach Frankfurt, Herr Koch. In den USA sorgt der Haushaltsstreit wieder und weiter für Turbulenzen. Wie ist die Lage in den USA? Ja, eigentlich absurd, wenn man überlegt, selbst wenn die Amis mal ein bisschen sparen würden und eine Billion abbauen, wären wir immer noch über 15 Billionen. Insofern ist der Streit rein politisch zu sehen, denn die Schulden, die die USA aufgehäuft haben, sind für uns eh nicht mehr zu fassen. Die größte Weltwirtschaft bei 16,7 Billionen, Hut ab. Es macht schon ein bisschen Angst, wenn man sich die Zahlen wirklich mal auf der Zunge zergehen lässt. Was heißt das, wenn ein Banker sagt, ich habe ein bisschen Angst bei diesem Schuldenberg? Ach, ganz ehrlich, scheinbar haben sich die Märkte daran gewöhnt. Denn wenn wir das probieren würden, wirklich geistig zu erfassen, was diese Zahlen bedeuten. Die USA sind so pleite, geht's nicht mehr. Und wenn wir sagen, ja, wir sparen mal ein Billionchen, Billionen, nicht Milliarden, ein, sind wir immer noch über 15 Billionen. Also nochmals, der Streit jetzt ist reine Politik. Es geht um die Verhinderung von der Gesundheitsreform von Obama, Obamacare. Die Republikaner kämpfen gegen die Demokraten. Das ist eigentlich alles. Die Gefahr ist natürlich, dass mal vielleicht die Einigung, die jeder wieder erwartet, mal nicht kommt und der Krug auf dem Weg zum Brunnen brecht. Ja, Streit gegen Obamas oder Debatte um die Gesundheitsreform, mittlerweile ganz seltsame Blüten getrieben. Ein Republikaner hat, glaube ich, ein Spitzenkandidat von den 21 Stunden geredet in einer Debatte gegen dieses Thema. Gut, da ist auch viel Hollywood dann sicherlich dabei. Auf was macht denn da Donald Trump daraus? Wobei man wissen muss, das waren Texaner und die Texaner sind natürlich immer größer und besser als der Rest in den USA. Das wissen wir spätestens seit Dallas. Sie haben natürlich vollkommen recht. Ja. Was macht denn der Dow Jones aus diesem Hollywood? Der Dow Jones wird sich seitwärts bewegen, so wie unsere Märkte auch momentan. Wenn es zu einer schnellen Einigung kommt, dürften wir eine kleine Rallye sehen. Da bin ich mir sicher, auch zum Jahresende. Die schnelle Einigung wird aber nicht kommen. Insofern werden wir die Seitwärtstendenz haben. Die Zahlen, die Konjunkturdaten, die Woche rauskamen, waren ja wirklich gut. Plus 2,5% Wachstum auf Jahressicht. Und überraschenderweise, die Preise sind nach unten gegangen. Also keine inflationären Tendenzen. Bedeutet, dass nach wie vor der Markt mit billigem Geld versorgt wird. Das fördert nach wie vor den Konsum und natürlich auch die Börsenpreise. Was heißt das jetzt für den DAX hierzulande? Wie sieht da die Lage aus? Ja gut, wir haben natürlich unsere eigenen Hausaufgaben hier mit der Regierungsbildung. Wenn man hört, dass die CDU schon nach 3 Tagen oder 4 Tagen nach der Wahl Steuersenkungen in den Ring wirft, was wieder dementiert wurde. Aber man sieht, sehr fragil. Ich verstehe nicht, dass die CDU so kämpft, um unbedingt einen Partner zu bekommen. Da vergisst man die eigene Stärke. Wenn diese Aussagen und Versprechungen auf Kosten der Wirtschaft gehen, wie Steuererhöhung, dann haben wir hier gewisse Probleme für den Markt. Ansonsten sehe ich hier eine Tendenz zwischen, ist sehr breit, weiß ich, zwischen 6,5 bis 6,8, eher mal mit Tendenz nach oben. Schauen wir uns ein paar Einzelwerte an, jetzt nicht aus dem DAX, aber der Aktualität folgend. Nike gestern Abend, Sportartikelhersteller mit Zahlen, kurz nach 10 nach Börsenschluss der Amerikaner. Wie bewerten Sie die Zahlen? Auf den ersten Blick sehen die ja ganz ordentlich aus. Sehr ordentlich. Ich werde mal kurz auf meinen Zettel gucken, damit ich nichts falsch mache. Wir haben hier 7,8% Zuwachs im Umsatz. Der Umsatz geht auf 6,7 Milliarden. Plus 22% im Überschuss. Das Interessante an den Zahlen ist, in Asien hat sich Nike nicht verbessern können, aber in den USA. Und das ist natürlich wiederum ein Hinweis, dass die Wirtschaft besser läuft, der Konsum geht weiter. Nike setzt auch verstärkt auf teurere Produkte und hat damit Erfolg. Und wenn ich sehe, dass in den USA das wieder gekauft wird, wunderbar. Wird man jetzt in den Zentralen von Adidas und von Puma so ein bisschen die Stirn in Falten legen? Weil da hatten wir in den letzten Tagen doch eher schwache Nachrichten gehört. Weiter mehr oder weniger die Prognosen zusammengestrichen, wenn auch auf ganz vernünftigem Niveau. Siehe Adidas. Ja, bei Puma muss ich sagen, die bleiben Nummer 3 und ich weiß nicht, wie die ersten 2 angreifen wollen. Ich glaube, da geht es eher darum, mal den Umsatz zu halten. Adidas sieht gut aus, wird aber an Nike nicht ranreichen. Da müssen wir mal abwarten, welche Mannschaften bei der WM dabei sind, wer wen sponsert. Und da können wir natürlich auch wieder ein leichtes Plus bei Nike oder Adidas sehen.
Peter Koch, Geschäftsführer der Kochbank, vielen Dank fürs Interview. Die USA sind so pleite, dass es pleite nicht mehr geht. Danke fürs Interview. Danke, schönes Wochenende.